Okay, der Stuss ist hinter uns. Lynn hilft uns jetzt mit dieser sexy Sache, die wir dann Gott sei Dank vergessen können. Will sie mit uns kommen, Dude? Nein, Bruno. Sie steht da einfach nur, um hübsch auszusehen. Oh, ja. Ach, widersprich mir ruhig, Ariel. Okay, ich muss sie nur registrieren. So, und jetzt musst du in deinem E-Mail-Fach nachgucken und auf den Link drücken. Und fertig. Lo, Lynn kann den Teleporter benutzen. Und jetzt pack dein Notebook weg, Lynn. Ah, Kinderfall. So, sie ist registriert. Wollt jetzt bloß mal legen? Yep, los. Transshift Teleport to the Subterranean Bay. Ja, los, besuchen wir Michael Bays geheime Basis. Yeah, zap, 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 zap. Okay, und jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder dahin latschen. Ich glaube, ich krieg die Krise. Gut, teleportieren wir uns mal jetzt im Eiltempo da vorne. Zap, zap, zap. Und hier sind wir wieder. Und da ich dem Frieden nicht so ganz traue. Ja, der ist Pazifist, das glaube ich ihm aufs Wort. Werde ich jetzt erstmal dafür sorgen, dass es mir wieder ein bisschen besser geht. Und damit wir nicht mit unseren Safe States zurückgreifen müssen, weil ich habe keine Lust, jetzt einen neuen anzulegen oder über den alten zu speichern. Stattdessen machen wir das hier jetzt. Dann ist auch viel ehrlicher, weil das wäre auch so, wie es wirklich abgelaufen wäre. Haha, seht ihr, darum habe ich 5 schon von den Dingern gekauft. Seht ihr, ist wie ein Safe State, nur eben nicht wirklich. So, aber jetzt gucken wir mal, was passiert. So, willst du fragen? Naja, da es nicht weitergeht, müssen wir wohl auf den A tippen. Linkensteiner Grenzen, und da ist unsere Geheimwaffe. Oh, jemand Neues ist hier. Bitte. Jemand anders, bitte. Lass die miteinander fahren. Jetzt ist es dein Turn, Lynn. Los. Los, Lynn. Sexy Voice activate. Yes. Oh, ja. Du. Oh, du manly man. Willst du mich bitte durchlassen? Ich habe meine Wölbe. Mein... Oh. Bedürfnisse, dass die beinhalten, dass ich an dir vorbeigehen muss und tiefer in diese Höhle hineingehen, in der ich ja noch niemals zuvor gewesen bin. Bitte? Willst du nicht, dass ich glücklich bin? Könntest du das bitte nochmal wiederholen? Bitte lass mich durch. Einmal noch. Würdest du mich bitte durchlassen? Ich kann nicht aufhören. Ich muss weitermachen. Bitte sag ja. 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 Bitte, Sir, lasst mich durch. Na, wie war das? Nope. Ist nicht gut genug. Ach, come on. Das kann doch nicht wahr sein, dass das nicht sexy genug war. Oh nein. Sie war sexy. Unglaublich sexy. Oh, danke. Dann lass uns durch. Oh, you guys can go on. Okay. Aber sie nicht. Was? Warum nicht? Weil ich will, dass sie hier bleibt. Hä? Dein Name ist Lynn, richtig? Yep. Deine wunderschöne Stimme hat mich beeinflusst. Ich bin in Verlierer. Ich hab mich verliebt. Bitte, geh mit mir aus. Was? Was ist deine Antwort? No? Nein, danke. Selber schuld. Das war plötzlich. Sie brauchte nicht mal darüber nachdenken. Warte! Check this out! Was ist damit? Es ist ein wunderschönes Paar von... Es ist eine wunderschöne Schere! Ah ja, mein Englisch kommt wieder. Oh ja, das war klar. Oh, okay. Hier, das ist für dich. Bitte nimm es! Oh, nein, danke. Haha, die Frau gefällt mir. Oh, Burn. Ariel auch. Ja, Rache ist Blutwurst, du blauer Wicht. Also, du bist die zweite Person heutzutage, die meine wunderschönen Klauen zurückweist. Die zweite? Ich dachte, du bist hier gerade eben in verliebt. Du Schnauze und Schnauze für immer. Wieso kannst du das nicht annehmen, Lynn? Ich habe bereits jemanden, mit dem ich zusammen bin. Stimmt das nicht, Ariel? Was? Das kann ich nicht glauben. Wie könnte sie dich als ihren Liebhaber nehmen? Das ist physikalisch gar nicht möglich. Ach. Hey, hör auf damit. Ich bin ein Mädchen. Schnauze. Keine Entschuldigung mehr. Time to die. Jetzt stürmen alle hier. Ich werde dir zeigen, wer der bessere Mann ist.
mir töten. Aber ich bin nicht mal in Lin interessiert. Stopp! Hell have no fury like a summon creature scorned! Okay. Okay, dann zündeln wir mal ein bisschen. Jetzt brauchen wir erstmal ein Wappenschild. Und dann geht es wieder runter zu Kloppologie anscheinend. Hier, Schnauze und hau ab. Autsch! Autsch! Oh. Du kommst gefälligst hier wieder runter. Ah ja. Das könnte besser laufen hier. Ah, verdammt, er lässt mich ständig zu seiner Hand sprechen. Versuche ich stattdessen Magie. Ah, verdammt, er ist schon zu weit weg wieder, oder? Ah, aber er ist direkt in die Flamme geraten. Ah ja. Das war ja nichts. Ah ja. Das wird schnapp. Das sieht schlecht aus. Jetzt bin ich froh, dass ich gespeichert habe. Autsch. Autsch. Das könnte ein bisschen besser laufen, muss ich sagen. Ah ja, toll. Direkt reingerannt, Depp. Jetzt reicht's. Habe ich eine Waffe. Das ist auch schon mal besser. Okay, meine Magie ist bald aufgebraucht hier. Autsch. Ah, bleibt gefälligst stehen hier. Autsch. So, ah, toll. Ah, verdammt. Komm, bleib, komm hier zurück. Ah, bleib stehen, du. Du bleibst hier stehen. Du bleibst stehen und stehen und stehen und stehen. Autsch. Autsch, verdammt, jetzt hat er es gleich geschafft, wieder aufzuholen. Ah ja, verdammt, verdammt. Ach, gerade so eben auf dem letzten Drücker geschafft. Oh ja, das war knapp. So nah bin ich noch an keiner Niederlage hier gelandet. Oh ja, aber dafür gibt es auch ordentlich Erfahrungspunkte. Oh, Level Up. Deiner und lernt neuen Zauber. Und wir haben die Vortex-Klaue gefunden. Bin ich mal gespannt, wozu wir diese ganzen Scheiß gebrauchen können. Ah, ich bin besiegt. Yep, das bist du. Ah, das muss ich auskosten. Der Arsch ist gezwungen. So. Und jetzt hörst du zu. Kannst du über mich vergessen. Jetzt und immer. Ich und du zusammen? Niemals. Ah, okay, ja. Ah, gut. So, können wir jetzt hier hindurchgehen? Ja, natürlich. Haut bloß ab. Und nimm die Axt weg, von der habe ich Angst. Yeah, danke, Lin. Oh, ich hoffe, ich habe nicht zu viel Ärger verursacht. Oh, nein, überhaupt nicht. Ah, danke, du bist so nett. Na, lass uns gehen, Lin. Einen Augenblick. Wir wissen nicht, was hier passieren wird. Also sei vorsichtig, Lin. Los, lass mich die Sachen jetzt ab jetzt regeln, okay? Okay, nun, du hast die Axt? Ja, meinetwegen. Ja. So, dann jetzt sollten wir zum Dorf zurückkehren. Oh, keine Angst. Du musst nicht zu dem Dorf zurückkehren. Dieser Kerl hier wird den Eingang der Höhle für mich finden. Willst du das tun für uns? Was? Du fragst mich, ob ich dir helfen will? Natürlich! Aber wenn er dich schon anfängt zu stören. Oh, das wird nicht passieren.
Er hat aber mich bereits aufgegeben. Und zwar für immer, nicht wahr? Sniff. Für immer. Ja. So, dann bitte führe uns. So, ihr Guys, passt bloß auf, Ariel. Oh ja, danke. Und jetzt habe ich irgendwie Angst an dem blauen Kerl. So. Wow, ich könnte wirklich ein oder zwei Dinge von ihr lernen. Oh wow, sie ist so manipulativ, das liebe ich. Oh yeah. Entweder waren die Programmierer vollkommen bestusst oder... Na gut, ich finde es witzig. Ja? Drei Frauen fallen fast... Oh nee, ich fange damit jetzt nicht an. Wir machen weiter. Let's get going. Und sie ist verschwunden. Hier können wir uns nochmal aufpowern. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ach kommt. Ihr geht mir jetzt auf den Geist, aber ich... Autsch. Wow, Flugtreffer. Autsch. Ach komm. Weil der kämpft gegen das Vieh. Oh ja, wow, der ist abgehauen. Das erste Mal, dass ich sehe, dass sie tatsächlich erfolgreich entkommen können. Wer weiß wie lange. Na gut, da ich den riesen Blaukerl gerade vermöbelt habe, ist das wahrscheinlich verdient. Ah ja. Aber weniger Erfahrungspunkte. Oh. Na los jetzt. Bis zum Ende des Dungeons und auch viel weiter. Oh, nee, nicht schon wieder. Gucken wir erstmal, wie weit wir so kommen. Ja, 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 los, kommt her. Stirb und stirb, stirb und stirb. Los, 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 los. Ah, ja. Ich denke, um das zu beschleunigen, werde ich ab jetzt Monsterkämpfe für diesen Dungeon wieder mal auslassen. Das ist eh immer das gleiche, Axt in Fresse und Monster tot. Ah. Naja gut, das hatte ich vergessen. Ein Level Up. Ein verdientes Level Up. Und wir haben wieder zwei Ability Points. Gut. Dann boosten wir mal Verteidigung und Agilität noch extra weiter. Yay. Yay für uns. Okay, hier ist wieder was Neues aufgetaucht. Nämlich eine lila Version von dem Arschgeigenprinzen. Mit weniger Trefferpunkte. Ja, gleichen Angriffsfähigkeiten. Und geringerer Verteidigung, aber ein Spiel ist es hier trotzdem nicht. Ah, vor allem, weil er mir immer seine Hand zeigt, gleich nachdem ich zugeschlagen habe. Und das Arschgeigenviech will ich auch noch versuchen abzuhauen hier. Jetzt aber. Ah, nee. Jetzt aber. Jetzt, oh, schon besiegt. Gut, beim nächsten Mal lerne ich dann aber vielleicht endlich richtig zu zielen. Ich meine, zu verteidigen, ihr wisst schon. Okay, wie komme ich hier durch? Oh, Schatztruhe, 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 Schatztruhe. Oh Gott. Okay, das langt's. Das langt. Das langt. Item. Wisst ihr was? Ich denke, ich halte die Videos mal auf etwas vernünftigere Länge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Over and out. Raus hier. Bloß raus hier.